38 Hektar, ca. 300.000 Flaschen. Ich weiß nicht. Mit der Hand. Und mein Vater hatte ja mit nichts angefangen. Mit einem Holzkoffer, aber mit einer Riesenpassion. Petrus, ich danke dir. Ich sag dir ganz ehrlich, ich kriege hier gerade Gänsehaut. Es läuft mir ein kaltes Wirr, weil das ist so ein Wahnsinn. Ich hoffe, dass ich das noch kann. Weil wichtig ist, dass man beim Kork auch etwas erlebt, wenn man den Korken zieht, dass man das mit Respekt und Liebe macht. Die meisten gehen einfach um als zack, zack, zack. Ich verstehe das gerade. Also wir fahren zu Günter Künstler, Weingut Künstler nach Hochheim, einer der spannendsten deutschen Winzer, die wir haben, der vom Gefühl ein unglaublich sensibler Mensch ist. Das Tolle ist, man merkt seinen Wein eine hohe Begeisterung und eine unglaublich präzise, feinsinnige Arbeit. Was ich manchmal so schade finde, dass er ein bisschen dazu neigt, sich selbst zu zweifeln, wo er gar keinen Zweifel haben muss, weil unter anderem habe ich mal ein 2005er Riesling Spätlese Trocken Goldkapsel getrunken, das für mich einer der größten Weine ist, die wir in Deutschland haben. Also er gehört zu den besten, die es gibt und macht ganz, ganz tolle Weine. Natürlich nicht nur weiß, sondern auch spannenderweise in Rotweine. Und was da spannend ist, dass er nicht nur in Hochheim, einer der besondersten Regionen hier im Rheingau, seine Weinberge hat, sondern hat mittlerweile Weinberge hoch bis zum Rüdesheimer Berg Schlossberg. Schon ein relativ großes Weingut, macht 38 Hektar, ca. 300.000 Flaschen. Und Ende der 80er Jahre hat Günter Künstler das Weingut übernommen und ist, glaube ich, seit vielen Jahren auch wieder Mitglied beim VDP und hat hier was ganz Tolles geschaffen als Refugium, wo man einfach sagen kann, stolz kann man sein. Guck mal, Staatsehrenpreis. Guck mal, das ist, so sieht ein Top-Winzer aus. Einfach. Ich weiß nicht. Mit der Hand. Ich wollte nur mal sagen, was war das früher? Das war Burgiff. Burgiff ist die älteste rheinische Sektkellerei, gegründet 1837. Ja. Und hat auch natürlich deutsche Geschichte geschrieben. Hat Schnelldampfer nach La Plata, Graf Zeppelin beliefert. 2 Millionen von 8 Millionen Flaschen deutschen Champagner wurden hier gefertigt. Ja, wollen wir rüberfahren? Gucken? Ja, fahren wir in die Hölle. Fahren wir in die Hölle. Auf in die Hölle. Ja, mein Name ist Günter Künstler, ich bin Winzer hier in Hochheim, Familienbetrieb seit 1648. Wir machen mit Begeisterung Riesling und Spätburgunder. Hier sind wir in der Hochheimer Hölle. Sie sehen in meinem Hintergrund reflektierend für die Wärme, aber Sie sehen auch ein paar Rosen, weil Winzer haben viel zu tun. Und wenn sie viel zu tun haben, kommen sie spät nach Hause. Und ich habe versprochen meiner Frau, ich pflanze für dich 100 rote Rosen. Du bist so gut, dass du manchmal, also das kenne ich ja auch, dann ich hab deswegen gesagt, manchmal dieses Thema, man zweifelt an dieser tolle Handschrift, die du hast. Gell? Ist das ein großer Druck, den du da immer hast? Aber weißt du, der Zweifel ist die Triebfeder des Besserwerdens. Und aus dem Grund muss man sich auch immer wieder hinterfragen, ob das auch alles wirklich à point ist. Natürlich kann das natürlich auch hinderlich sein. Aber ich habe mir. Das war jetzt keine schöne Geschichte. Und zwar, als mein Vater, der verstorben war, ein Kollege hat dann den Nachruf gehabt, weißt du was, der Franz, der war immer genau, aber er war nie verbissen. Und das ist natürlich auch eine Kunst, dass du halt die Präzision haben möchtest, aber ohne, dass du dann halt irgendwie dich dabei kaputt machst. Ne? Dein Vater ist ja praktisch damals aus Südmähren, oder was? Genau, Südmähren, das sind 2 Kilometer von der aktuellen tschechischen österreichischen Grenze entfernt, 80 Kilometer nördlich von Wien. Das war eine Weinbauregion. Da stehen heute 20.000 Hektar Rebfläche auf Kalkfelsen. Das hat den Liechtensteinern gehört. Und nach dem Zweiten Weltkrieg wurden halt die deutsche Bevölkerung, das waren 3,5 Millionen, die wurden dann halt leider enteignet. Und mein Vater hatte ja mit nichts angefangen, mit einem Holzkoffer, aber mit einer Riesenpassion. Aha. Mit einer Passion, Dinge zu verändern, Dinge gut zu machen und halt natürlich auch genau zu machen. Und diese alte Weinbauregion, die war halt auch durch seine Vorväter halt schon immer dem Qualitätsweinbau verbunden. Ne? Du musst
Weißt du, was der große Besitz ist? Dann, wenn die Seele reich und voll ist und das Herz auch, dann bist du reich. Hölle kommt aus dem Mittelhochdeutschen von Halde. Halde war immer im Mittelalter das Wort für einen steilen Weinberg. So, die Hölle. Die Hölle. Es gibt ja manchmal Weinberge, die haben teilweise eine Seite Kreis, dann nicht. Dann, ja, was ist die Denkweise? Was meinst, machst du? Bei der Hölle ist es halt so, man sieht das jetzt hier an dem Boden, der glänzt ja hier so ein bisschen. So, und wenn der Boden glänzt, ist ein Beweis dessen, dass es ein sehr schwerer Boden ist. Ja. Ein schwerer Boden ist Ton. Und dieser Tonboden hat eine sehr große Wasserspeicherkapazität. Das heißt also, in Notsituationen kann dieser Boden immer weiter die Rebe ernähren. Wenn er dann zu viel Wasser da ist, ist das natürlich so, dass zu viel Energie in die Traube reingeht. Die Traube platzt dann auf. Es gibt dann Fäulnis, die wir gerade beim trockenen Wein nicht haben wollen. Aus diesem Grund haben wir jede Gasse begrünt, damit wir das Wachstum der Rebe im Zaum halten. Okay. Was ist das Thema Bio? Wir machen alles herbizidfrei seit 1992. Das ist ja schon eine lange Zeit. Also Glyphosat ist bei uns kein Thema. Klar. Das kostet natürlich viel mehr Geld, das alles manuell, maschinell zu machen. Hier sind ein paar Sachen gefallen mir bei Bio nicht. Wir sind bei Fair and Green zertifiziert, ja. Weil da nicht nur der Weinberg, die Weinbergsarbeit, also herbizidfrei, keine Kupferapplikationen und so weiter und so fort. Da sind aber halt auch der Keller, was aber dazu kommt als Dimension 3 und 4. Ja. Wie verhalte ich mich als Unternehmen gegenüber meinen Mitarbeitern? Das heißt Schulung, Fortbildung, das wird auch zertifiziert. Und Punkt 3, inwieweit ist das Unternehmen in der Gesellschaft halt auch richtig angebracht? Das heißt ehrenamtliche Tätigkeiten, aber auch, ich sage jetzt mal, Solarenergie, schonende Wassernutzung und so weiter und so fort. Das macht Fair and Green, leider im Moment noch viel zu wenig bekannt, aber es ist eine sehr ehrliche Konsequenz davon. Und eine, ja, wir sind da sehr gerne mit dabei. Wir wollen das auch noch nach vorne bringen. Mhm. Gut. Warum hier es hier Rosen gibt, Rosen sind immer bei Weinbergen angepflanzt, um ein Frühwarnsystem. Also wenn die Rosen, ist eine der sensibelsten Pflanzen, wenn hier irgendwas passiert, gehen die sofort in die Knie. Und wenn die in die Knie sind, weiß der Winzer, Achtung, es ist Alarm. Und dann kann er gleich die Glocken läuten und sagen, Achtung, hier muss was gemacht werden. Das Kirchenstück, das gibt es seit 1276, gibt es diesen Weinberg, also urkundlich benannt. Und ist wohl das Pendant zur Hölle. Die Hölle, also der maskuline, kräftige, volle Wein. Und das Kirchenstück halt immer als filigran, elegant, zart und feingliedrig. Du wolltest mir den Wein zeigen, der meinem Charakter entspricht. Natürlich. Aber ist ja, du, manche Persönlichkeiten haben, da liegen manchmal zwei Seelen an der Brust. Ne? Dieses zarte, filigrane, genau. Leichte, Tänzelart. Alles zu seiner Zeit. Nee, das bin ich ja. Weiß man keiner. So, jetzt gehen wir bei dir in den Keller rein, oder? Jetzt gehen wir mal in die Katakomben. Mehrere Geschosse. So, jetzt gehen wir mal in das Lieblingsstück eines Winzers, in den Weinkeller. Ich sag ganz ehrlich, mag ich auch sehr gern öfters, aber am liebsten stehe ich immer dort, wo die Flasche geöffnet wird. Ja, toll. Und diese Keller, ja, die damals gebaut worden sind, die hatten auch jeder seinen Namen gehabt. Ja. Also wo wir jetzt hingehen, der heißt Petrus. Ach, ist ja einer meiner Lieblingsweine. Ja, und jeder Gast sagt, Mensch, das ist der Chateau Petrus. Das heißt, damals 1893. War das der Chateau Petrus, ja. Da hat sich keiner um Chateau Petrus gekümmert, sondern das war Peter. Der Petrus hat den Schlüssel gehabt. Guck mal, Petrus. Du weißt, was ich? Der hat den Schlüssel zum Himmel. Ah, Wahnsinn. Für den himmlischen Wein. Wahnsinn. Petrus, ich danke dir. Okay. Bad Dürkheimerfest. Ja, Wolfsfass ist, ich bin mit Wolfsfass groß geworden. Wolfsfass ist ein Werkstoff, der einfach zum Wein mit dazugehört. Ja. Und der den Wein eine natürliche Mikrooxidation gibt. Und dafür nutzen wir das und haben... Ist das ein Fuderfass? Halbstück? Das ist ein Halbstück. Genau. Das sind 600 Liter. 600 Liter und Vollstück sind 1200. Genau. Das sind so alte Messeinheiten, die man noch gehabt hat. Ja. Wichtig ist immer streicheln, immer lieb halten. Das ist
Ganz man muss auch von innen lieb halten. Wir schlüpfen da rein, machen die von innen logischerweise dann mit. Also ich darf da noch reinschlüpfen nochmal. Ich weiß, jetzt guckst du mich ein bisschen an, aber du weißt, dass ich auch schon mal drin war, hab da Dinge geschmuckt. Weiß gar nicht, was das für eine Arbeit war. Gell? Das ist richtig Arbeit. Das ist 100 Jahre, hat damals der zu deinem Abitur geschenkt bekommen, oder? Ja, genau, ich habe mich gut gehalten. Ne? Sehr gut, das macht der Wein aus Hochheim. Ja, eben, das ist der Riesling. Der macht es einfach. Jetzt kommt der wichtigste Moment, das große Glück, wenn man das Glück haben darf, dass man einen Wein von einem Künstler geöffnet bekommt. Das ist ein Lieblingswein. Das ist jetzt wirklich Wahnsinn. Ich habe über diese Flasche von dem 2005er gesprochen. Ich sag dir ganz ehrlich, ich kriege hier gerade Gänsehaut. Es läuft mir in kalte Wirbel, weil das ist so ein Wahnsinn. Und das Wichtigste ist, es ist wirklich mit das Beste, was ich je getrunken habe im Riesling. Das ist kein Spruch, das ist Wahrheit. Eine Frage, soll ich sie öffnen oder willst du sie machen? Also, du hast das schon mal gemacht, oder? Aber du bist doch Sommelier, du kannst doch viel besser als ich. Das stimmt, es gibt nicht viel, was ich besser kann. Aber ich hoffe, dass ich das noch kann. Weil wichtig ist, dass man beim Kork auch etwas, wenn man den Korken zieht, dass man das mit Respekt und Liebe macht. Die meisten gehen einfach um als zack, 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 ich verstehe das gar nicht. Weil das ist auch hier ein ganz entscheidendes Vorbereiten. Und dieses Knacken, dieses unglaubliche Knacken, ach, das ist herrlich. Ich wundere mich, wie viele Leute so brachial mit dem Thema umgehen. Weil das muss man einfach mit unglaublich viel Liebe und... Das ist Wahnsinn. Also ich sag dir eins, ist für mich so großartig und ich liebe den einfach. Das ist wirklich Hölle. Und bei Bombe ist einfach dieses unglaubliche Aromatik, dieser Wein hat. Diese Tiefe, diese Länge. Und woran erkennt man einen großen Wein? Ein großer Wein muss toll riechen, er muss toll schmecken, muss einen tollen Abgang haben und er muss eigentlich immer Lust machen auf den nächsten Schluck. Er muss einladen, immer mehr zu trinken. Ich komme auch aus dieser Süffigkeit, Entschuldigung, das ist nicht so eine Süffigkeit saufen, sondern eine Flasche muss man mal getrunken haben. Hier ist ein Vergleich aus der Karaffe. Also, was passiert bei sowas? Der Sauerstoff, der zugeführt wird durch das Dekantieren, durch das Stehenlassen, entwickelt, dass der Wein seine Aromen weiter entfaltet und natürlich die Verschlossenheit, die durch die Flaschen kommt, explodieren. Daraus gibt es wunderbare, eröffnete, breitere, breit stimmt nicht, sondern einfach nur erweiterte Strukturen des Weines, der erkennbar ist. Es ist einfach, eröffnet sich in einer anderen Form. Der Tag beginnt, Mittag zu werden und das ist was, alles, was ausmacht. Das riecht ja schon. Guck mal. Das ist wie Aladdin und die Wunderlampe, ne? Wenn einfach der Wein dekantiert wird, ist wie wenn der Genie aus der Lampe herauskommt. Es öffnet sich. Ein ganz anderes Erlebnis. Herrlich. Sag mal eine Frage. Du hast hier immer so wenig Zeit. Ich hoffe, dass du mir mal einen Gefallen tun wirst. Ich hole jetzt gerade mal was, damit du siehst, was wir beim nächsten Mal machen. Ja? Ja? Beim nächsten Mal nimmst du mal endlich Zeit, dann trinken wir endlich mal eine Flasche Wein gemeinsam, damit wir die mal richtig trinken können. Weil endlich mal, dass du dir Zeit nimmst für mich, dann wird man bei einer Flasche uns mal... Genau. Du, das ist ja... Wie lange bräuchten wir einen Tag? Ein Piccolo für Kurzsichtige. Ja, genau. Was würden wir da trinken, einen Tag? Schaffen wir das? Nee, nein, schaffen wir nicht, gell? 28 Liter. Ja, da brauchen wir vielleicht auch zwei Tage. Das ist ja nochmal Dankeschön. Danke. Liebes und Kamm, ja? Ja, ich weiß nicht, du willst mich noch heiraten, du. Nein. Wie, nee. Ja, meine. Deine.